Sie sind jung und wütend. Ein Trauerzug im Flüchtlingslager Daihaische bei Bethlehem. Generation Post-Oslo werden sie oft genannt. Frieden haben die Osloer Verträge nie gebracht und auch kein Ende der israelischen Besatzung. Sie wollen eine neue Intifada, einen Aufstand. Wir sind ein Volk, das unter der Besatzung lebt. Seit 60 Jahren werden Verbrechen gegen uns verübt. Es war doch nur eine Frage der Zeit, dass das explodiert. All diese Siedlungen, die vielen Checkpoints, diese Mauer. Wir haben keine Aussicht auf ein normales Leben. Hier beerdigen sie einen jungen Palästinenser aus dem Flüchtlingslager. Er wurde bei Protesten gegen die israelische Armee erschossen. Fast täglich gibt es Demonstrationen. Kritisiert wird auch die eigene Führung als Handlanger Israels, unfähig, einen Staat zu verwirklichen. Und auch die Spannungen um die Al-Aqsa-Moschee und den Tempelberg seien Grund für die Situation, sagen sie. Dort in der Altstadt von Jerusalem ist die Stimmung extrem angespannt. Überall sind Sicherheitskräfte, nur wenige Geschäfte im muslimischen Viertel sind heute geöffnet. Das ist ein Aufbegehren, keine Intifada. Für eine Intifada braucht man organisierte Leute hinter sich. Das, was wir sehen, ist ein Ausbruch der Gefühle der jungen Leute. Sein Laden liegt nahe einer jüdischen Siedlung. Hier stach ein Palästinenser mehrere Israelis nieder. Zwei Männer starben, eine Frau und ein Kind wurden verletzt. Der Beginn einer Serie von Attentaten, die meisten verübt von jungen palästinensischen Einzeltätern. Selten war die Präsenz von Polizei und israelischen Sicherheitskräften so hoch wie jetzt in der Altstadt. Doch das heißt nicht, dass die Menschen, die hier leben, sich dadurch sicherer fühlen. Auch die neuen Checkpoints rund um die arabischen Viertel bringen nur bedingt ein Gefühl von Sicherheit. Ich bin für einen Dialog und dafür, dass man ihnen ihre Rechte gibt. Aber es kann nicht sein, dass sie kommen und Juden mit Messern umbringen. In der Altstadt lassen sich junge Religiöse nicht von der Gewalt abschrecken. Im Gegenteil. Ich komme hierher, um Flagge zu zeigen. Das ist unser Ort. Wir werden uns nicht verdrängen lassen, auch wenn es keine absolute Sicherheit gibt. Wir sind hier für die Ewigkeit. Das jüdische Volk lebt. Doch was für die einen Sicherheit bringen soll, bedeutet mehr Kontrollen und Einschränkungen für die anderen, die hier leben. Jederzeit Sicherheitschecks. Vor allem junge Palästinenser gelten als verdächtig. Dieser junge Mann lebt in der Altstadt. Die Kontrollen seien demütigend, sagt er. Wenn man Araber oder Muslim ist, dann hat man schlechte Karten. Von zu Hause bis zum Damaskustor wird man mindestens 5-mal angehalten. Ob Aufstand, Intifada oder eine Welle der Gewalt. Für viele ist dies nur die Folge davon, dass es keinerlei Aussicht auf eine politische Lösung gibt.